Na. Aber so ist das, hey Holdersbauer, ne? Man lasst sie wachsen. Ja, die Mary, die lasse ich unten rum wachsen. Ich hoffe, das hat er nicht gehört. Sonst kriege ich wieder, ne? Gemotze. Nee, was ich sagen wollte, nee, als Bauer, da fährt man halt viel auf dem Acker rum, ne, wie jetzt gerade. Und da ist halt Radio hören, Musik allgemein ist halt schon Pflicht, ne, das ist sonst echt langweilig. Klar, man muss sich konzentrieren, man muss gucken, dass man alles erwischt, dass man alles schön macht und so weiter und so fort. Aber da häuft sich halt in den Jahren, häuft sich da halt schon viel Musiksachen rein, ne. Die man dann so Intus hat. Und ja, das ist halt. So ist das halt, ne? Deswegen kommt eine Situation und der Uwe fängt an, irgendwas zu singen, ne? Das ist ja hier noch schlimmer als in Minecraft. Ich meine, der Vachilis, der hat ja ab und zu in Minecraft, ne? Fängt der auch einfach an zu singen. Wahrscheinlich, weil er keine Ahnung mehr hat, was erzählen, weil es so langweilig ist in seinem scheiß Let's Play. Aber, ne? Ich darf das hier, ne? Das ist, wir fahren hier nur rum. Geht das überhaupt noch weiter? Sehr langsam, ne? Ja, doch, ein bisschen geht's weiter. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Beziehungsweise es sind ja fast 11. Trump würde sagen, wir haben noch 30 Minuten Zeit. Er hatte ja auch so viele Zuschauer, wie Obama nicht hatte. Ne? Hat man ja gesehen. War das gerade für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. So, wir fahren noch mal rüber. Wenn ich diese Mütze so sehe, ne? Diese Mütze, ja, fällt mir immer der Gronkh ein mit seinem Shooter King. Ich bin der Shooter King. Ich weiß, was coole Spiele sind. Peng, peng, peng und ganz viel Bumm. Fallen alle in um oder so. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Frag doch den Gronkh. Der kann das eh viel besser. Ich muss wenigstens keine Lieder über Elektro-Titten singen. Du betrittst den Club. Nee, ich lasse es. Ich lasse es. Ich könnte ja mal was... Ne, ihr wisst ja, ich bin... wie der Vachilis bin ich Schweizer, ne? Ne, ich bin Schweizer. Ich könnte ja mal ein Liedchen singen, ne? Ich kenne da sowas. Das haben meine Eltern ab und zu gehört. Besonders meine Mutter, die hört das, glaube ich, ab und zu immer noch. Was mich immer wieder ärgert, wenn ich mal bei ihr bin. Ich hoffe, sie sieht das nicht. Aber ich kenne da so ein Lied, das ist irgendwie, ich glaube, so ein Schweizer, keine Ahnung. So Schweizer, also wie sagt man den? Berner Oberländer. Der irgendwie so, naja, in Deutschland sagt man wohl Schlager singt. Und da gibt es so Lieder von so Typen, die eben so Bauern sind. Ne? Nicht so wie ich. Das sind nur Bauern. Ich bin richtiger Bauer. Und, ja, die singen dann da so Sachen. Ich könnte ja mal so ein Liedchen singen. Oder ein Teil davon. Ich kenne das natürlich nicht komplett. Ich höre so Sachen eigentlich nicht, aber das hatte ich vorhin vor der Aufnahme, hatte ich das irgendwie im Kopf. Und ich könnte das ja mal demonstrieren, damit ihr auch mal was Schweizerdeutsches hört. Aber das ist nicht mein, mein ursprünglicher Dialekt, ne? Also Schweizerdeutsch schon, aber es gibt ja verschiedene Dialekte. Die sind auch auf ihre Art teilweise sehr speziell, besonders mein richtiger Dialekt. Den verstehen nämlich auch viele Schweizer gar nicht, wenn ich den mal richtig sprechen würde. Mache ich aber nicht. Schon gar nicht da, wo ich jetzt wohne, weil da redet man sowieso wieder anders. So, wir haben es gleich. Und ich labere mich hier voll. Oder dich labere ich voll. Und da wir ja eh schon in Folge 2 dieser Aufnahme sind, Alter, wie die Zeit vergeht hier beim Rumdödeln.
So, ich hoffe, wir haben es gleich, wenn wir da wo vorne ankommen. Na, na, reicht's, reicht's? Es reicht nicht ganz, oder? Okay, warte, wir fahren jetzt einfach nochmal querfeld ein. Dann müsste das schon passen. Es ist ja eigentlich voll. Ne? Wenn du da oben das grüne Ding anguckst, ist doch voll. Muss ich irgendwo hinfahren? Ich bin doch fertig. Ich bin doch fertig. Hallo, ich bin doch fertig. Ah, jetzt. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ja, Mary, komm. Komm, ma Mary, komm, komm, ma Mary, ma Mary. Sugar Butterfly, Sugar Baby. So. Okay, das hätten wir auch geschafft. Haben wir ein bisschen Geld kassiert. Ist doch sehr schön. So, ich trau mich gar nicht, das Lied jetzt anzusingen. Ne? Das ist, ich glaube, ich lasse das lieber. So, der ist hier immer noch am Feld machen. Wo ist der andere? Wir hatten noch zwei, die arbeiten. Ist der andere fertig? Ist denn der andere fertig? Was ist denn das Grüne hier? Das Grüne. Was ist das Grüne hier? Wir können eigentlich mal zu den Schweinen fahren, ne? Sind das unsere Schweine? Ihr Schwein! Ich glaube, das sind unsere Schweine, oder? Oder warte, wir fahren mal zu den Kühen. Ich war noch nie bei den Kühen, ne? Besuchen. Marker setzen. Komm, wir fahren hin. Wir fahren hin. Wo ist der Marker? Marker, wo bist du? Wo bist du, mein Marker? Ich fahre mit dem Pickup, ich fahre zu der Kuh. Die heißt Mary Jane und schaut jetzt gerne zu. Oh, hier hätten wir auch noch was zu machen. Hier hätten wir auch noch was zu machen. Wollen wir das machen? Wenn wir schon gleich hier sind. Okay, warte, ich park mal. Ich parke mal hier hin. So. Hier ist der Bauer Uwe. Uwe wird schon richten. So. Oh, das ist ja wieder Mary. Hi, Mary. Oh, Junge. Schon wieder der Rücken? Hä, ist das nicht dasselbe? Ich muss mir etwas gezerrt haben. Ja, kennen wir schon. Teich, ja. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, ne? Dass jetzt hier nochmal genau derselbe Text kommt. Das ist, lieber Giant Software, ne? Das könnte man besser machen. Braucht jedenfalls jemand, bla bla bla, der den schon wieder düngen. Nee, das haben wir ja jetzt gleich gemacht. Nochmal düngen finde ich jetzt ein bisschen doof. Außerdem gibt es weniger Kohle. Was haben wir da vorne? Das scheint doch auch von der Mary zu sein. Jo, jo, jo. Das ist die passende Musik, yeah. Das ist die passende Musik. Oha, wer ist denn das hier? Der Steven Bell. Ist das auch ein Fleischverkäufer? Bereit für etwas Arbeit? Jemand muss das Getreide von dem Feld da holen, damit ich es auf den Markt bringen kann. Unter uns, das war nicht der beste Monat für unsere Finanzen. Keine Sorge, ich habe what zur Seite gelegt als Entlohnung, wenn du mir das Feld aberntest. Aber diese anderen Typen lassen mir einfach keine Ruhe wegen der Kreditrückzahlung. Zeit für die Mission. Was? Was? 114 Stunden oder was? Ne, Minuten. Alter, was?
Oh ne, ich habe gesehen, was das für eine Maschine ist. Ich werde da wieder voll... Was ist denn das für eine krasse Maschine, Alter? Alter Finne, was ist denn das für ein Teil? Das denke ich jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe und die Hose aufmache. Entschuldigung. Alter Finne. Alter. Erntemaschine ausklappen. Alter Verwalter, was ist denn das für ein Ding? Ruhe ausfahren. Mach jetzt nicht die Hose auf. Allradlenkung. Erntemaschine anschalten. Oh, da habe ich nicht alles erwischt. Da müssen wir nochmal zurück, du. Warum haben wir denn da so... Ach, okay, es ist ein großes Feld. Okay, wir probieren mal einigermaßen gerade zu fahren. Das wird sich wahrscheinlich als schwieriger erweisen. Okay, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Alter, das muss ein Riesenfeld sein, ne? Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie in der Zwischenzeit noch abladen müssen, weil dann sehe ich schwarz. Okay. Herren auf dem Bauernhof finde ich so geil. Ich hoffe, das Lied kennt niemand. Ist mir gerade eingefallen. Was ernten wir hier eigentlich? Sind das Kartoffeln oder was? Nee. Oder? Keine Ahnung. Ich habe leider nicht gelesen. Die Musik ist aber immer noch leise, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. So. Ich habe die Befürchtung, wir müssen zwischendrin mal unseren Sack leeren. Okay. Dann kann ich ja doch mal singen. Auf Schweizerdeutsch. Genauer gesagt auf Bärendeutsch. Aber erstmal muss ich mich hier umdrehen. Alter, das wird dauern. Das wird dauern, meine Freunde. Das wird 100 Folgen dauern wahrscheinlich. Warte, ich muss ihn ein bisschen besser ansteuern. B! So, Alter, das wird dauern. Okay, ich muss hier natürlich ein bisschen gucken, wo ich fahre. Oh, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen nach links. Sonst wird das eng, alles zu erwischen. Alter Finne, das ist aber sehr spannend, diese Arbeit. Ich kann sehen, wie ihr euch kaum auf den Stühlen setzen könnt. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier Pause drücke? Jetzt ist 44, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich setze mal mein Pokerface ein. Hallo, ich bin der Uwe. Oh, Alter, der Kaffee ist schon wieder fast kalt. So, sind wir noch 44? Na, nicht ganz, aber ich glaube, die Zeit stoppt. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Ich hätte lieber für die Mary gearbeitet. Doch die Alte hat's mit dem Rücken und will mich nicht ins Bett lassen. Was singt der da? 30%, wir müssen garantiert abladen in der Zwischenzeit. Na super, das wird ganz lustig, du. Das wird lustig werden.
Das wird lustig werden. Vor allem, warum mache ich so ein Riesenfeld? Gut, es gibt wirklich sehr gut Kohle, das muss man schon sagen. Das gibt richtig... Oh, nicht mein Auto kaputt fahren. Oh, da habe ich nicht alles erwischt. Warte. So, okay, ein bisschen zurück. Am besten hinten in unser Auto? Nee, zum Glück nicht. So, reicht das? Müsste. Okay. Dum, 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 dum. Also gerade fahren ist nicht so mein Metier, ne? Vielleicht sollte ich vor der Arbeit nicht noch saufen. Und ich traue mich tatsächlich nicht, das Lied zu singen. Ich lasse das lieber. Ich lasse das lieber. Ich lasse das lieber. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, warum euch dieses Let's Play gefällt. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass ein Spiel, wo ich eigentlich nichts mache, außer über Felder zu fahren, beliebter ist als Spiele, wo ich übers Leben quatsche oder wo ich Action habe. Das kann ja nicht sein, du. Was ist denn los mit euch? Ah, ich weiß, woran es liegt. Das ist RTL. RTL, RTL. Wenig Content, aber schnell. So, den habe ich erwischt. Alter, wie soll ich denn das Feld kriegen, du? Das sind ja, was? 100. Was habe ich. Was war es? 120 Minuten oder sowas? Das sind ja irgendwie. Keine Ahnung. Mehrere Folgen. Habe ich da alles erwischt? Da kommt gleich das nächste Feld, aber ich weiß nicht, ob wir da auch was machen müssen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das hier. Warte, so und zack. Runter damit und let's go. So. Yo, baby, yo. Es kann ja auch sein, oh Kacke, das ist liegen geblieben. Ich hoffe am Schluss liegt es nicht an dem Ding, dass wir es nicht schaffen. Na, wie geht es euch so? Mir ist gerade ein bisschen langweilig, wenn ich hier einfach nur das Feld abfahre. Mit 11 km/h, du alter Schwede. Aber ist schon eine krasse Maschine, das muss man schon sagen, ne? Guck dir das mal an. Richtig krass. Also der Bauer, der diese Maschine hat, du, der hat Geld. Der hat Geld wie Heu oder Stroh oder wie auch immer. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Haha. Kennt er das? Kennt er das? Wahrscheinlich ja. Samba, ich schon nie. Ach ja, die guten alten 90er. Wo man noch unbeschwert war. Zumindest ich. Warte. Habe ich nicht alles erwischt? Ich kann mich ja noch gut an die 90er erinnern. Ich bin ja... Oh. Ja, ich bin ja unterwegs. Mach doch keinen Stress. Peggy 3. Shake me down.
get lost in the stream. I got a raft we can cross on the beam. All for the one and it's all for the team. Got a message from the heavens that was brought through a dream. This is God's green earth, it's a gift and it's worth much more than you see planting seeds in the dirt. My earth is a queen, may she be blessed with birth. Be immersed, I believe, reaffirm, we emerge.